ihr bei diesen wunderschönen Wörtern alle drin? Ja gut, er guckt mich, aber... Hey. Draußen. Ich hoffe einfach... Oh nein, jetzt ist hier schon wieder hier. Nein, da wollte ich nicht hin. Auf Radio. Das müsste irgendwo da sein, aber wir können auch erstmal so... Oh, abgeschlossen. Polizeirevier Cranbridge. Aber ich würde ganz gerne, da unten ist so ein Wagen, keine Ahnung, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich werde wahrscheinlich wieder sterben. Oh, ich hoffe, ich begegne erstmal nichts. 100% Kurzarbeit, würde auch lieber arbeiten gehen. Oh ja, da kenne ich, das kenne ich. Oh, warte mal, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Dieser Hund, er macht mich wahnsinnig. Hund hat etwas gefunden. Eine Werkzeugkiste. Eieieiei. Ein überfälliges Buch? Toll. Oh no. Oh, diese Maulwurfsdinger, ne? Ich hasse sie einfach. Also. Ah, die sehen so eklig aus. Warum sehen die so fucking eklig aus? Geht alle weg. Nein! Ah, Mami, Mami! Verarscht. So, oh, was? Der hat er mehr mit. Kronkorken hat er mit, als ob. Oh wow, jetzt muss ich nur noch. Ach, die war ein bisschen härter als alle anderen. Okay. Oh mein Gott, ich liebe dieses Ding. Okay. Bitte, Herrgott der Liebe, lass dir nichts Gruseligeres sein. Was hier noch drin? Die sehen aber sehr neu aus. Diese Schlangen da. Hallo? Guten Tag. Jemand zu Hause? Ah, das ist nur ein Stuhl. Ich dachte, das wäre total was Krasses. Ich habe einen vierjährigen Drecksack Zeit. Oh, hat schon alle Kinder. Das ist cute. Auch gerne, glaube ich, Kinder manchmal. Aber manchmal bin ich dann sehr glücklich, dass ich es nicht habe. Und schnell hier wieder weg. Weg. Oh Gott, 20 Rad, als ob. Warte mal ganz kurz. Da war 15. Wartet. Da haben wir. Ja, genau, alles klar. 15. Das ist noch gut. Der hat 15, das ist das gleiche. Okay. Ich bin aber so ein bisschen schiss halt, ne? Oh, ist da was drin? Nuka Cherry, Nuka Cola, Nuka Cola. Eieieiei. So. Oh, lass mich durch. Mein Gott, du dummer Hund! Geh! Oh. Ja. Gott sei Dank läuft das nicht weiter, währenddessen ich hier sitze. Puh. Das wäre schlimm. Das wäre so schlimm. Nee, aber erst mal, also ich hätte, glaube ich, auch gerne ein Kind. Manchmal. Ich bin relativ froh,
dass ich das, wenn es sich jetzt ein bisschen doof anhört, mit meinen Tieren ein bisschen ausgleichen kann. Aber ja doch. Also ich glaube, ich bin in dem Alter, wo man Kinder toll findet, langsam. Ich meine, letztendlich, ja. Also. Ah, Selbststeuerung. Entdeckung. Okay, das passt. Zack. Und jetzt machen wir einmal schnell. Nee, das kann ich nicht. Okay, da muss ich anders rangehen. Hallo. Dann müssen wir einmal nochmal ran. Ich würde nämlich gleich jetzt nochmal einmal deaktivieren. Es kann man immer so ein bisschen, also das kann man ja zweimal machen. Wenn du, einmal kannst du das halt so, wenn du Meister bist, kannst du das einmal so aufmachen und dann machst du das, kriegst du doppelt halt Dinger. Aber nun gut. So, geh da weg! Mein Gott, was ist denn da so schwer dran? Aber mir hat man gesagt, es gibt auch noch andere Sachen, die das Red runternehmen können. Aktuell weiß ich es halt nicht. Beziehungsweise ich habe es wieder vergessen, was. Ist hier noch was Schönes? Nö. Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Finde ich gut im Übrigen, die Einstellung, dass man immer für das Kind zumindest da ist. Ich meine, also wenn ich jetzt so meine Meinung mal äußern dürfte dazu, ich finde so immer, so sind immer so, also ich hatte das halt auch, dass sich ein guter Freund, die Freundin hat sich von ihm getrennt, also die Frau hat sich von ihrem Mann getrennt, die haben auch zwei Kinder. Aber was ich immer so wichtig finde, ist halt, glaube ich, vor den Kindern, dass man da so ein bisschen, jetzt kommt eine Weisheit, dass man da immer sehr objektiv einfach bleibt und diesem Kind halt einfach nicht vermittelt oder einredet, dass beispielsweise die Mami oder der Papi, je nachdem, halt doof ist und so. Das finde ich immer so ein bisschen nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich muss mich erstmal kurz einmal wieder umziehen. Ziehen. Das. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil man, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen unfair dann einfach, weil das Kind weiß überhaupt nicht mehr danach, was los ist. Oh, Blondie ist ein Mädchen. Zum Glückwunsch, dass ich das jetzt auch schon gesehen habe. Oh nein. Was ist das da? Habe ich gespeichert? Warte, ich speichere mal eben. Oh nein. Hallo? Okay, der tut mir nicht so weh wie gedacht. Warte mal, ich muss was anderes. Entspannung? Entspannung. Gott im Himmel. Ich weiß, ich fühle mich gerade auch wie der schlechteste Mensch, ne? Also es ist doch sich zu fassen. Oh Gott! Mein Gott, der! What?
mein Gott, das war mein schlechtester Rap bis jetzt. Das war mir ein bisschen, oh Gott. Die waren immer so einfach in den anderen Teilen. Oh Gott, ich möchte nicht mehr auf. Egal, jetzt muss ich noch dahin schleichen. Oh, jetzt muss ich das ja wirklich mal mit Dings heilen, ne? Wartet mal, ich muss mal was kurz ausprobieren. Okay, das ist jetzt wirklich kurz einmal ausprobieren, weil das weiß ich nämlich nicht. Was? Überleben im Ödland 8? Achso. Hallo? Kann ich das? Kann ich, wenn ich schlafen gehe, habe ich dann wieder alle Sachen? Ja oder nein? Wir gucken mal. Oh, ich will auch. Guck mal, meine Katzenkinder, die haben eine Woche gezahlt, dann war alles gut und die haben sich nicht beschwert. Uff. Oh, jetzt kann ich mich wieder bewegen? Wieso kann ich mich jetzt wieder bewegen? Wieso jetzt mich beschwert? Ich muss das ja so ein bisschen austesten. Ich war ja noch nirgendwo. Also ich habe großartig noch nichts machen müssen. Hey, okay, gut. Darf ich in mein Bett oder liegt da jemand? Ihr geht da raus. Hallo. Unfassbar. Unfassbar, diese Menschen. Muss ich mein eigenes Bett suchen? Na, Da. Ich glaube, man muss halt am Ende muss man immer irgendwie nur eine Stunde schlafen. Jetzt bin ich wieder gesund. Nee. Warum bin ich nicht gesund? What? Ach so, das ist im Allgemeinen da unten. Okay, ich muss ein bisschen gucken, wie das alles hier funktioniert. Habe ich bis jetzt noch nicht so gemacht. Von daher. Oh nein. So, oh Gott, was ist jetzt los? What? What the fuck? Was ist jetzt hier los? Hallo? Es ist nur ein Wetter? Okay, ich glaube. Oh Gott im Himmel, ne. Was? Das ist Wetter? Radwetter? Oh no. Jetzt müssen wir erst kurz hier bleiben. Nö, ich gehe nicht weiter. Wir können es ein bisschen beschnelligen. Komm, wir gehen noch mal eine Stunde ins Bett. So, dann ist bestimmt auch das Wetter besser. Mache ich im Übrigen auch so, wenn es draußen schlechtes Wetter ist. Dann schlafe ich einmal und guckt. Es ist strahlender Himmel plötzlich nach einer Stunde. Strahlend! Das heißt allerdings, dass ich jetzt einmal ganz kurz Wörterbein nehme. Wow. Ich muss natürlich auch zu dem Hilfsmittel raufgehen. So. Dann gehen wir kurz mal was trinken. Trinken musste ich hier vorne irgendwo hingestellt haben. Genau. Ja. Genau. Ah, du bist so eine Süße. Bleib hier, komm. Oi. Das war gruselig. Ich werde von strahlendem Wetter reden. Kritisch. So, wir wollen aber weitergehen. Ach, es ist eigentlich schon 5, ne? Komm, mach hier noch eine halbe Stunde, dann passt das. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Also zumindest auf die Aufnahme für YouTube. Oh, ich habe ein Level Up. Warum sagt mir das denn keiner? So, das wollte ich ja nicht machen. Ich finde das schon sehr wichtig. Wir gucken mal ein bisschen weiter, was noch so ist. Aber an sich finde ich auch halt dieses, das finde ich auch super wichtig. Ich meine, das kann man ja erstmal ausmaxen. Dann kriegen wir so viel Sachen, dass wir halt auch auf Stärke und sowas gehen. Und wir müssen ja, wir werden sowieso die ganze Zeit halt fucking, wir werden sowieso, also ich werde jetzt großartig nicht jetzt sagen, so, oh nein, ich mache aber nur 25 Level und dann ist gut. Nein, ich werde Level 125.000 sein. Irgendwann. Definitiv. Vermutlich. So. Achso, ich muss nach da. Hä? Was ist das? Cambridge Polymer Labs. Okay. Mhm, interessant. War hier nicht irgendwo abgeschlossen? Diamond City war... Okay, das war da hinten. Oh, mein Herr. Mein Gott. So. Das war auf jeden Fall da.
Dann gehen wir jetzt einfach einmal nach da, so würde ich sagen. In die Richtung irgendwie habe ich ein bisschen Angst zu gehen, muss ich sagen, weil da habe ich letztes Mal, ich habe irgendwas ins Gesicht gekriegt, das war nicht so wunderschön. So, gehen wir mal nach da. Damit lasse ich mir beim zweiten Mal mehr Zeit. Ei, 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 ei. Weißt du, und hier sitzt eine hungrige Dame, die Single ist und sich eine wunderschöne Beziehung sucht, wünscht. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Was? Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungsschub Gladen. Ja, ich will jetzt erstmal da gucken, was in diesem. Also, ich will jetzt halt gucken, was in dem Carillon da ist. What? Was ist denn jetzt hier los? Wie bitte? Was soll denn der Scheiß? Hallo, guten Morgen, alles klar bei dir? What the fuck? Ja, die halbe Stunde. Jetzt habe ich mich aber gerade eben erschrocken. Oh mein Gott. Das ist immer so laut. Wieso, was, was? Ich habe immer Angst vor Strahlung, vor irgendwelchen Subs, vor irgendwelchen Follows, weil die alle so laut sind und ich mich einfach fucking erschrecke. War ich hier nicht schon mal irgendwann? Oh. Warte mal, was ist das da? Thank you so much! Ich kann noch nicht gucken, weil ich irgendwie auf dem falschen Reiter bin. Es tut mir sehr leid. Ich gucke dann. Jetzt fängt das schon wieder an. So schnell einmal reingeguckt, geluschert und wieder raus. Oh, dieses Rad, ne? Ohne Witz. Ich war hier doch schon mal, oh, dieser furchtbare Affe. Ne, Entschuldigung, aber diese Affen kann ich wirklich nicht. Also es tut mir echt leid, ne? Aber ich bin wirklich nicht so der Affenmensch. Ich, warum, also von wem? Also ich frage mich halt einfach, woher diese Splittergranate einfach plötzlich kam. We will never know. Stimmt, übersehe ich hier wieder andere. Manche haben Kinder, andere Tiere und ich eine Frau. Don't feed the bears. Oh no. Sind hier Bären? Das ist eine Kuh. Die werden ja wohl keine Splittergranaten auf mich geworfen haben. Diese freundlichen Tiere. Hoffe ich. Natürlich nicht. Ah, dieser Hund! Alter, ohne Witz. Wie kann man denn so aggressiv sein? Ich habe dem nicht gesagt, dass er Fass machen soll. Und Witz. Wow. Das ist gut. Ich habe alles gezeichnet fürs Leben. Gehe manchmal aufs Klo, obwohl ich nicht muss. Das ist meine Genesung. Aber manchmal gehst du halt einfach aufs Klo, um deine Ruhe zu haben, oder? Weil dich keiner da stört. Niemand. Und sie läuft wieder zu den Bären. Aber der Bär ist doch schon tot. Hab ich gedacht. Ich hoffe, da sind nicht so viele Bären. Sind überhaupt hier Bären? Nein, hier sind keine Bären. Der Bär ist ja schon tot. Nachdem ich fast tot gewesen bin, habe ich den noch getötet. Brave, wie ich bin. Ach so, die haben das ja aufgestellt für den Yaogui, der hier stand. Oh mein Gott, und ich habe das nicht gesehen. Ja komm, es war nachts. Hallo? Das verzeiht ja wohl alles. Ich bin mal so ein bisschen interessiert, wo es denn hier noch hingeht. Oh Gott, das sind ganz viele Tiere. Aber ansonsten sehe ich halt einfach nichts. Ich möchte jetzt auch nicht runterfallen. Dieser Doofe. Ich wette mit dir, der Dogmeat, der stürzt einen hier auch runter. Abschließen und Ruhe genießen. Ja, wenn jemand fragt, sagst du einfach, nö, ich bin noch nicht fertig. Boom. Weißt du, und dann kommt das Kind und sagt, Mami, Mami oder Papi, Papi, ich muss unbedingt auf Flucht, ja, Pech. So richtig. Aber manchmal, also ich finde jetzt auch nicht böse verstehen, ne? Aber manchmal muss man einfach auch Kacke mal zu den Kindern sein.
So, hier ist so eine Ansammlung von Kühen. Hat das was zu bedeuten? Ja, nein. Wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade noch so ein bisschen im. Wir gucken uns das mal an, was denn hier so passieren könnte, Modus. Wir machen den mal hier schnell. So. Ich habe hier keine guten Gefühle. Oh, bei dir alle. Los. Irgendwie ist hier nichts. Das ist schon mal gut. Aber ich habe solche Angst einfach vor diesen fucking Todeskrallen. Ne? Die sollen so eklig sein. Oder auch irgendwie, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, diese Behemoth sollen wohl auch so ein bisschen mehr sein. Da habe ich auch super viel Angst. Das ist eine eigentlich gute Taktik. Beobachten, wenn alle waren. Danach haben die sowieso mehr Energie. 30 Minuten. Hallo, das ist also. Ah, naja, 30 Minuten, das ist noch nicht mal lang. Aber du legst dich halt einfach mal für 5 Stunden lang in der Badewanne. Geht auch. Hast ja dann einen Grund. Badest. Dann würde ich aber empfehlen, irgendwie was mitzunehmen. Was ist das jetzt hier? Aha. Hallo? Oh Gott, nein. Eine Libelle. Das nette Libellen? Das anders gelesen, oh mein Gott! Stritsch! Man, doch, es ist ja nicht aggressiv auf uns, komischerweise. Aber ich möchte halt einfach diese. Warte mal kurz, bevor ich dich nehme, nehme ich eine andere Knorre. Also bitte seid mit mir nicht böse, wenn ich das wirklich nicht so gut kann. Ich bemühe mich ja ein bisschen. Da seht ihr mal, wo gut. Oh Gott, dieser Hund, ne? War das der Hund? Absolute Konzentration, bitte. Hallo? Ich bitte dich, was wolltest du gerade machen? Huch, da war ich aber. Das war aber ganz schön Glück im Unglück, würde ich sagen. Oh mein Gott. Oh, okay, gut. Das hast du recht. Dann kommt er mit dem Boden. Nein, ne? Naja, ach komm. Aber sie sind, also wenn sie so winzig klein sind, sind sie schon süß. Was ist das hier? Hallo? Annen? Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Schreien hilft, wie ihr seht. Ha, da habe ich aber Glück. Wirklich, mit den Dummen ist das Glück. Ohne Witz, ich sag's euch so. Da vorne waren irgendwelche Siedler, ne? Waren die hier? Oh Gott. Ich glaube, da mache ich einen Cut und dann nächstes Mal geht's weiter oder so, weißt du? Hallo? Wo waren denn diese Siedler hier? Hallo? Das ist aber ganz schön neblig. Plötzlich. Sind die nett? Hiermit übergeben wir unseren Freund Blake der Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Möge er an Gottes Seite Frieden finden. Amen. Möchte jemand noch etwas sagen, bevor wir weitergehen? Blake war ein feiner Kerl und ein noch besserer Freund. Er wurde zu früh von uns genommen. Aber wir werden ihn nicht vergessen. Blake. Ich hoffe, du weißt, was ich für dich Hallo. empfunden habe, Ja? auch wenn ich es dir nie sagen konnte. Nun bist du fort und es ist wohl zu spät. Aber ich liebe dich. Marcus, hast du noch was zu sagen? Das ist doch scheiße.
Jeden Tag sterben Leute. Ich verstehe nicht, warum. Verstehe nicht. Hi. Wir vermissen ihn alle, Markus. Er war der Beste von uns allen. Danke, Leute. Hä, aber ich dachte jetzt... schon wieder. Will hier keiner. Wirklich? Okay, das war's. Mehr können wir nicht machen. Okay. Wir müssen jetzt auch weiter. Ja? Du nicht Entschuldigung. Ja? Hallo? Ja? Was? Ja? Hi. Was? Allgemeine Orientierungslosigkeit, wer ich bin. Sehr schön. Ich glaube irgendwie, oh, da ist die Kirche oder so. Ich will da gar nicht hingehen eigentlich. Warte mal, da oben waren wir da nicht? Müssen wir ganz kurz auf den Pitbull gucken. Genau, da oben waren wir. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier so in den Bereich. Die Häuser haben wir auch schon fertig. Bisschen im Westen laufen. Was haben wir denn hier gefunden, oder? Oh nö. So ein netter Hund. Manchmal treffe ich auch, ne? Ohne Witz, aber nur manchmal. Was ist das denn? Oh nein, ne Brahmin. Uff. No. Das ist nicht cute. Staatliches Vorratslager, oh oh. Da sind ganz schön viele Vögel. Hallo, ist hier jemand da? Da. Oh, oh, jetzt geht's erst richtig los. Oh nein. Scheiße, hab sie verloren. Ja klar, sowas, was ich nicht treffen kann, oder was? Oh mein Gott! Wow, die Luft hat aber ganz schön viele Kugeln getroffen. Aber nicht mal. Ohoho. Naja, die eine kriegen wir jetzt aber auch noch raus, aber ich muss erst was essen, Hund. Moment. Wenn er mir nicht immer ein... weiß ich nicht. Also es ist immer so ein Segen und, oh ja, ist gut. Alter, ernsthaft? Das hast du nicht gesagt, dieses Wort. Das ist echt ein No-Go. Oh Gott, das sind doch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Irgendwie kommen wir da nicht hin. Wartet mal, wir haben doch noch die andere. Also diese Musik ist mir einfach zu episch.
als einer. Oh Gott, ich habe so das Gefühl, wir sind hier noch nicht so ganz gewachsen und ich habe auch nur noch 6 Munition. Das heißt, es ist ein bisschen, sieht ein bisschen kacke für uns aus, gell? Wo ist denn Rübe? Ach, da oben. Was ist denn der Dumme? Ich sehe den halt einfach nur nicht. Ja. Da oben ist der Blödmann. Entspannt euch mal alle. Junger Mann, das haben wir gerade eben schon mal besprochen. Nach dem Schleichen. Ruf. But I'm not so toxic. Alter, ne, ohne Witz, die haben alle keine Erziehung genossen. Ruf. Ja, ich bin immer alles so gefühlt. Das ist echt nervig. Ich habe so das Gefühl, das schaffen wir noch nicht. Ich hätte so gerne halt einfach schon ein Snipergewehr noch. Snipergewehr da oben, ja, ohne Witz. So ein bisschen mal aus. Außen herum. Oh mein Gott. Was zum Teufel war? Ich bin nur 2 zu 4, das kann ich dann wegschmeißen.
Ja, die ist ja ganz toll, aber ich mag die halt nicht. Das ist sowieso so ein bisschen. Aufgepasst! Jetzt stürme ich 100 gerne. Ich muss erstmal was in. Warte mal, ich habe doch dann die Rüstung hier noch für ihn mitgenommen, oder? Anziehen. Jo, guck. Das hat ja jetzt ja auch ein bisschen geschützt. Zumindest sieht es so aus, als wäre er geschützt, auch wenn er nicht geschützt ist. Oh, dieses Ding ist schon wieder ausgegangen. Eieieiei. Wartet, meine Lieben, ich muss erst gucken. Der Witz ist halt auch manchmal, finde ich das, ne, vom Chat her, aber manchmal halt auch nicht so. Jetzt kann ich mich wieder lesen. So, ja, genau. Okay. So, so groß ist der nächste da hinten. So, mein Freund der Sonne. Du, ich habe Zeit bis 20.30 Uhr. Ich habe Zeit. Schaffen, wir müssen es aber nicht schaffen. Ich habe gesagt, so 5:30 würde ich ganz gerne Schluss machen für heute. Dann machen wir das halt beim nächsten Mal. Heute haben wir ganz gut hingekriegt, auf jeden Fall, dass die Sachen auf jeden Fall dann da sind. Also dass die, dass wir diese eine Quest halt fertig gemacht haben. Das war ja heute das, was wirklich wichtig auch war. Da können wir